zusammen bei No Man's Sky. Danke für die Bewertungen, Kommentare und Abos. Und nun zu einer neuen Folge mit Blender Glitch. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen die Schalter durchgehen. Also nicht alle, nur die, die ich eigentlich sinnvoll finde. Mit einer entsprechenden Funktion dahinter. Ich hatte ja gestern... gestern ist schön. Nein, ich hatte gezeigt, wie Terminals gebaut werden können in normalen Wänden. In dem Falle die Betonwand. Und jetzt kann man natürlich auch noch eine Funktion dazu bringen. Und hierzu kommen wir dann auch gleich. Wir befassen uns jetzt als erstes mit der Nummer 1. Und zwar mit den automatischen Toren. Wenn wir jetzt einen Annäherungsschalter benutzen, dann hat das ja Vorteile. Nur dieser Vorteil ist leider bei einem Normaltor, also normal gebauten Tor, nicht vorhanden. Und zwar nicht normal. Jetzt hat er sich, ja, jetzt ist er geschaltet und das Tor schließt sich. Wir kommen nicht durch. Wir entfernen uns. Das Tor geht wieder auf. Aber wir haben keine Chance, wir kommen nicht durch. So, bedeutet, wir brauchen eine kleine Hilfe. Das sind die, Energieumkehrer. Und zwar die Energieumkehrer bedeutet, unser Annäherungsschalter schaltet durch. Das heißt, das Tor bekommt Strom. Und wenn er Strom kriegt, dann seht ihr hier, schließt es sich. Und wir wollen das genau andersherum. Und zwar, wenn wir nicht in der Nähe sind, soll es schließen. Und wenn wir uns nähern, dann soll es sich natürlich öffnen. Damit wir im Idealfall auch durchgehen können. Das tue ich jetzt mal nicht. Aber wie ihr seht, es würde funktionieren. Und jetzt habe ich auch noch die Lampen mit dazu gebracht. Wer also auch noch Lampen dazu haben möchte, bei auf und zu. Für grün ist offen und rot ist geschlossen. Okay, die Farbwahl ist natürlich euch überlassen, aber ich denke, das macht irgendwohin Sinn. Ja, wie sollte das gemacht werden? Ich wechsle mal in die Baukamera. So, die Position, in der ich mich gerade jetzt hier befinde, betätigt die Schalter. Das heißt, deswegen ist gerade auch das Tor hier wieder zugefahren und das auf. Wenn ich mich annähere, dann seht ihr, der Schalter schaltet. Geht auf den Energieumkehrer. Und der Energieumkehrer schaltet dann das Tor ab. Und ja, es schließt. Also genau das, was wir haben wollen. Und dementsprechend habe ich für das Tor hier auch noch die Lampe angebaut. Also ist eine Funktion. Und wenn sich das Tor öffnet, dann ist das der zweite Weg. Wir nehmen hier die Energie weg. Der Schalter schaltet durch und macht uns die Lampen hier wieder an. Okay, das wäre die eine Funktion. Finde ich persönlich recht nützlich, wenn jemand oder wenn ihr ein normales Tor einbauen wollt. Dann das mit dem Terminal hatte ich in der Folge 18 gezeigt. Da habe ich auch hier einen Annäherungsschalter gebaut. Die Kabel so, dass ihr sie sehen könnt. Und jetzt werden wir uns mal nähern. Voll. Der Schalter hat durchgeschaltet. Das Kabel hier ist jetzt blau. Die Lampen, die sich dahinter befinden, die sind jetzt an. Und somit auch das Terminal. Wenn wir uns entfernen, können wir das Terminal nicht benutzen, weil keine Spannung da ist. Wir nähern uns und es funktioniert wieder. Jetzt habe ich zwei Terminals aufgebaut, um euch zwei Funktionen zu zeigen. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass es da noch eine dritte gibt, und zwar liegt das an den Terminals selbst. Die Terminals sind scheinbar untereinander verbunden. Das heißt, solange dieses hier gerade aktiv ist, ist auch das gegenüberliegende aktiv, dieses hier. Wenn wir uns jetzt aber von dem hinter uns wegbewegen, dann schaltet dieses ab. Es liegt daran,
dass scheinbar, wie gesagt, die Terminals untereinander verbunden sind. Wenn das Spannung hat, also funktionsfähig ist, dann funktioniert auch dieses. Wenn wir uns aber jetzt von dem anderen wegbewegen, funktioniert dieses nicht mehr. Ist eine schöne Sache, wenn ihr also wirklich mehrere von diesen Terminals einbaut, dann ja, jemand oder ihr selbst befindet euch am Terminal, habt aber verschiedene Schalter eingebaut, wie hier zum Beispiel den Wandschalter. Ihr wollt, dass das zweite Terminal nur funktioniert oder überhaupt, ihr habt nur Wandschalter. Wenn es funktionieren soll, schaltet ihr es ein. Und wenn das eingeschaltet ist, dann geht allerdings auch das nächste Terminal an. In dem Fall habe ich das jetzt einfach mal simuliert, indem ich den Annäherungsschalter benutzt habe. Und ja, jeder andere braucht den Schalter nicht mehr betätigen. Und es funktioniert. Ja, dann noch eine weitere Sache. Die Annäherungsschalter kann man auch hervorragend benutzen, um eine Beleuchtung herzustellen. Da, wo sich eine Person befindet, da geht dann das Licht an, beziehungsweise in einem größeren Umkreis, da die Näherungsschalter auch einen gewissen Radius haben, in den sie arbeiten. Und damit wir uns das besser angucken können, habe ich hier noch Schalter eingebaut. Nicht gerade auf einer Höhe, aber naja, das tut zur Funktion nichts. Das zeige ich euch auch gleich noch. Und jetzt gehe ich erstmal wieder aus dem Baumodus raus. Also noch einmal, wir nähern uns diesem Terminal. Es funktioniert. Wir weggehen, funktioniert es nicht mehr. Und dieses allerdings auch nicht. Haben wir hier den Wandschalter. Jetzt können wir das mit dem Wandschalter einschalten. Und das Terminal funktioniert. Allerdings auch das auf der anderen Seite. Und das funktioniert so lange, bis ihr diesen Schalter wieder ausschaltet. Danach ist wieder die normale Funktion gegeben. Gut, so wie dazu. Das heißt, wenn ihr mehrere Terminals einbaut, könnt ihr natürlich tun. Bedeutet aber allerdings auch, dass es zu Fehlfunktionen kommt, die ihr eigentlich so nicht beabsichtigt habt. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Wandschaltern, die ich hier benutzt habe. Ich habe jeden einzelnen Leuchtboden mit einem Annäherungsschalter versehen und das dann unten drunter verdrahtet. Bedeutet, dass jetzt nicht alle an sind. Jetzt da, wie ihr seht, nacheinander gehen sie an. Und hinter mir natürlich auch wieder aus. Und das habe ich jetzt für jede Reihe mit einem Schalter versehen. Kann ich euch das vielleicht noch ein bisschen besser zeigen, indem wir wieder in den Baumodus gehen. Wie ich ja erwähnte, wenn ich in den Baumodus bin, dann ist die Position, wo ich mich jetzt hier gerade befinde, die Position, die für die Annäherungsschalter auch ja, ausschlaggebend ist, also die Person sozusagen. Wie ihr seht, jetzt sind alle ausgegangen. Ich nähere mich und sie gehen an, nacheinander, je nachdem, wo ich mich befinde. Und den letzten da hinten auch. Und hinter uns sind sie wieder ausgegangen, beziehungsweise gehen weiter aus. Wenn wir uns entfernen, das könnt ihr auch natürlich größer bauen oder auch kleiner, wie euch das beliebt. Okay. So, den einfachen Bodenschalter, den habe ich nicht genommen. Ja, gut, finde ich ein bisschen langweilig, ist riesig groß. Wenn ihr euch draufstellt oder ja, fast draufstellt. Das heißt, ihr könnt den auch ein bisschen unter dem Boden bauen und dann verstecken, also dadurch verstecken. Ist beinahe wie ein Annäherungsschalter, also von daher nicht ganz so interessant. Die anderen erschließt sich mir nicht ganz die Funktion, die nützlich ist für uns, also ein Terminal zum Funktionieren zu bringen oder auch nicht. Dafür haben wir diese Schalter und das funktioniert sehr gut. Beleuchtungen. Ja,
Wir könnten jetzt auch den Energieumkehrer noch für andere Teile der Beleuchtung benutzen, dass sich die Leuchtböden nacheinander einschalten. Das heißt, wenn wir uns in der Basis befinden, würden die sich nacheinander einschalten. Das kann ich leider jetzt hier nicht vorführen, weil die eine Verdrahtung, die da ist, mit einer zweiten, dass ich reihenweise zum Beispiel einschalte, würde das alles durcheinander bringen, beziehungsweise es würde ja im Prinzip dann hinterher alles leuchten. Und das, ja, das möchte ich natürlich schon mal gar nicht. Und ich schätze kein anderer. Ja, so viel zu den Schaltern, die ich hier benutzt habe, um zu zeigen, dass ich auch wirklich jeden einzelnen benutzt habe. Das könnt ihr hier noch sehen. Da sind die Annäherungsschalter. Nacheinander schalten die sich ein. Okay. Ups. Gut. Also ich finde persönlich, das ist ein angenehmer Effekt, den kann man gut gebrauchen. Und ja, dann haben wir natürlich noch weitere Terminals. Es gibt also mehrere Terminals, wie zum Beispiel das Exo-Fahrzeug-Terminal und das ist das Forschungsterminal. Ja, ich glaube Forschungsterminal. Die sind allerdings begrenzt. Die können wir nur einmal pro Basis bauen. Und da lasse ich es mir ja nicht nehmen, euch das zu zeigen. So, also das Konstruktionsterminal könnte ich jetzt da einmal sowieso bauen. Auch wenn mir das Material dazu fehlt, im Kreativmodus kann ich das ohne weiteres trotzdem bauen. Und ja, das Exo-Fahrzeug-Terminal geht jetzt hier nicht mehr. Wie ihr seht, begrenzt auf 1. Aber ich habe hier drei Stück stehen. Diese drei Stück. Und ja, Moment. Das hier auch noch. Das Wissenschaftsterminal geht auch nur einmal zu bauen. Jetzt wollt ihr allerdings, weil euch zum Beispiel langweilig ist, weil es sieht besser aus, wenn sich ein bisschen mehr bewegt. Also andere Personen da sind. Ihr wollt jetzt das Wissenschaftsterminal jetzt auch hier hinbauen. Dann nehmen wir uns zum Beispiel. Achso, ich bin jetzt 14 nah. Dann können wir uns jetzt das Landwirtschaftsterminal nehmen. Oder das Waffenterminal. Das funktioniert beides. So. Mal gucken, ob es passen würde. Ja, es passt. Und stellen uns jetzt das Terminal noch einmal hin. Der Corvex-Wissenschaftler ist auch gleich mit dabei. Brauchten wir nicht noch einmal rufen. Und ja. Das hier funktioniert allerdings auch nur, solange ihr dieses hier noch nicht gebaut habt. Und dieses. Weil, wenn das Waffenterminal gebaut ist, dann habt ihr das ja einmal und ihr könnt es nicht mehr bauen. Das bedeutet, wir können nicht mehr das Exo, nein, das Wissenschaftsterminal bauen. Denn wir brauchen die Funktion, dass es noch nicht gebaut ist. Also sprich, wir können es bauen, damit wir dann uns ein weiteres Terminal bauen können. Ja, das war zu den Terminals, die ich noch kurz erwähnen wollte. Und das war eine gute Idee, dass ich da hinten das Terminal gebaut habe, weil wie ihr seht, jetzt sind die Schalter auch noch weg. Und mal gucken. Nö, da passiert nicht. Und da auch nicht. Also wie ihr seht, es gibt Bauteile, die verschwinden, wenn sie mit etwas Berührung hatten und das weggenommen wird. Also das ist keine gute Idee. Genauso wie hier auch. Wenn ich jetzt das Kabel hier wegnehme, verschwinden die Lampen und das Terminal auch. Also in dem Falle, ihr solltet darauf achten, dass es genau so ist, wie es sein soll.
Also wenn ihr das Kabel nicht sehen wollt, dann verlegt es gleich so, dass es nicht zu sehen ist. Hier in dem Fall hatte ich ja gesagt, ich habe es so gebaut, damit ihr das sehen könnt, das Kabel, damit ihr die Funktion seht, wenn ich es einschalte und auch wieder ausschalte, dementsprechend das Kabel. Okay, super, das war's. Das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Bewertungen, für die Kommentare und nehmt ein Abo mit. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Blender Glitch von mir. Ciao!